Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, Mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und sie gebar ihren ersten Sohn Und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem, sprachen die Hirten untereinander. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Strahlt ein Stern über uns. Er scheint hell und klar. Dieser Stern geht mit uns durch alle Dunkelheit hindurch. Er zeigt uns ein Zuhause bei Gott. Gott ist da, mitten unter uns. Möge euch am heiligen Abend Gottes Licht umhüllen. Möge das Licht bei euch sein, in aller Traurigkeit und Not. Möge euch in dieser Nacht Gottes Licht erfüllen und euer Herz springen lassen vor lauter Freude. Denn Gott ist Mensch geworden. Er macht unser Leben hell und warm. Frohe Weihnachten, all überall. Frohe Weihnachten. Mögen wir alle diese Welt ein wenig heller machen, da wo wir gerade sind. Gott segne euch auf allen euren Wegen. Frohe Weihnachten. Weihnachten.